Okay, also die waren nicht so ganz clever. Die waren. Was ist denn das für ein Layout? Hallihallo, da ist der Gusua wieder. So, jetzt gucken wir, meine Schweine waren fast alle. Ach so, ja, genau. Ich gucke noch mal kurz in den CV von unserem Clan. Wie gesagt, ich war ja da wieder komplett weg. Kurz kommt nochmal ein Angriff. Aber so grundsätzlich wäre das mal eine ganz coole Sache. Oh, hier wäre auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, mit dem Gold zusammen ist natürlich eine coole Sache. Ah, da könnte man theoretisch von hier da rein. Oder von Von da eher nicht so, aber von. Ah, doch, von hier. Dann kriege ich eventuell noch das Dunkle. Ja, von hier gehen wir rein. Hauen wir uns das hier erstmal weg. Dann hier seitlich nochmal. Hier wird garantiert eine Bombe sein. Ah, nee, wow, cool. Hätte ich ja wirklich fast mit gerechnet. Dann klären wir hier das bisschen. Haben noch die CB zum Clearen, wenn irgendwas gar nicht gut läuft. Mauerbrecher. Bam. Ach so, ja. Nee, 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 nee. Bitte, bitte, macht mal da die Tür auf. So, beziehungsweise die Mauer, ganz klar. Ja, genau, einmal frei. Deswegen noch nicht, wer weiß, wie viele Heiler gedroppt. Und jetzt denke ich mal, sollte die, genau, die sollte jetzt drin rumrennen. Hoffe ich. Ah, Golem ist Mist. Golem ist bei der Taktik Mist, weil die Heiler schnell auf den Golem raufgehen. Aber kann ich natürlich super gut hier nutzen. Dann kann ich natürlich, das ist natürlich sehr geil. Dann ist schön die CB in Action. Sehr geil. Und jetzt zieht es natürlich auch den Magier in die Hose aus. Geiles Ding. Dann war der Golem mega tight. Weil da muss man echt aufpassen. Wenn man einen Golem droppt, rennen die Heiler im Normalfall direkt zum Golem hin. Und dann ist schnell mal Ende. Ah, klar, die rennen natürlich jetzt nicht dahin, wo ich es hinhaben möchte. Gucken wir mal. Ja, wenn die sich da so ein bisschen austobt, das wäre schon ziemlich cool. Ja, passt. Ja, genau. Dunkles. Dunkles, dunkles, dunkles. Und ich hätte halt trotzdem gerne noch das Gold hier. Das wäre jetzt schon ziemlich cool. Das hätte ich auf jeden Fall gerne noch. Schauen wir mal. Ja, das sollte sie. Obwohl, die könnte auch draußen rum. Na, mal schauen. Ja, doch, doch, geht gleich draußen rum. Oder geht's noch rein? Ja, geil. Und dann müsste sie von innen drin eventuell noch die Kaserne. Aber nee, dann geht's erstmal auf das Gold, auf das Alex-Lager. Jo. Ja, wie gesagt, das muss man halt wirklich echt mal ein bisschen studieren. Ja, wo könnte sie jetzt hingehen? Ich habe da zuvor wirklich auch, naja, wird sie vielleicht dahin gehen. Aber man muss halt genau im Auge behalten. Einwandfrei, genau, weil wirklich mit der Masse an Gold dachte ich mir halt auch, da ist dann halt was zu reißen. Und dann passt das. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt könnte ich die ragen und mehr geht da eigentlich auch nicht. Aber mal gucken, man weiß ja nie. Ja, das bisschen da. Ach kommt, Leute, das brauchen wir uns nie antun. Zack, 50% kriege ich eh nicht mehr. Also, was soll's. Zack, zack, zack. Mach voll. Und dann sehen wir weiter. Dann würde ich nämlich mal fast denken, dass ich, wenn ich hier jetzt nicht noch irgendwelche guten Raids kriege, dass ich dann schon wieder mich auf den Weg zum anderen Clan gerade mache. Aber gucken wir mal. Der verschwendet einfach seine Lakaien. Wie gesagt, ist hier auch so eine gefährliche Geschichte hier. Ganz ehrlich, da kann das halt schnell mal so sein, dass man mit der Queen da durchläuft. Ja, okay, klar, dafür, dass er nichts, dafür, dass er da nichts bekommen hat, klar. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht. Ist halt eine komische Sache, macht man normalerweise nicht, aber
Geht aber schnell. Gucken wir mal. Das ist, ja, genau, hier gucken wir nochmal kurz. Das ist der Maxel. Ich weiß nicht, wer von euch da noch genau weiß, wer das ist. Gebt einfach mal Maxel ein und dann Clash of Clans vielleicht noch. Dann solltet ihr den Max finden. In dem Fall Maxel. Der hat mal richtig geile Videos abgeliefert, hat dann aber einfach nicht die Zeit dazu gehabt, weiterzumachen. Und deswegen ist der dann erstmal ausgestiegen. Und er meldete sich heute bei mir und sagte: Ey, hier, wie sieht's denn aus? Kann ich nochmal bei dir in den Clan rein? Ich sage: Na klar, logisch, hallo. Und dann ist das cool. Der hatte für, ja, ich würde mal fast sagen, irgendwie so ein halbes Jahr bestimmt, hat der echt aufgehört, auch zu spielen, sagte er halt. Und ist jetzt halt eben dabei, die Helden halt hochzumachen. Da hat er noch ordentlich was zu tun, auf jeden Fall. Wenn ich das sehe, ich meine mal, bei mir muss ich ja mittlerweile sagen, finde ich das nicht mal wirklich doll. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich habe jetzt so mega hohe Helden. Rathaus 9 Niveau. Wie seht ihr das? Also hat sich das vielleicht mal verschoben? Also, aber sind wir mal ehrlich, je länger die Helden da sind, also sprich, die Queen ist ja jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen. Wie findet ihr das? Also ich bin echt der Meinung, ja, Rathaus 9 sollen die Helden schon mindestens 20 sein. So sehe ich das. So, jetzt jumpen wir mal kurz hier. Ja, machen wir. Aber kurz vorher machen wir noch Nova zum Anführer. Und dann jumpe ich hier mal rum. Weil ich bin eh nicht. Ah, obwohl ich gucke nochmal kurz in CV rein. Ich gucke nochmal kurz in CV rein. Alter, geiles Ding. Ich habe gar nicht, ich muss auch sagen, echt, ich habe privat echt eine Menge um die Ohren. Mehr als einem lieb ist. Und da habe ich wirklich halt no reingeguckt, absolut gar nicht. Und da ist es dann halt einfach so, klar. Schön reingegangen, so. Er hat nur Zweier-Golems und greift aber den ersten an. Aber ist halt eben auch wieder so eine Sache, ist halt Town Hall 9, Town Hall 9. Das darf man halt eben auch nicht vergessen. Wie gesagt, auch wenn es jetzt hier so mega krass aussieht, was natürlich auch geil ist, ganz klare Geschichte, weil der erste im CW ist natürlich logischerweise besser als von uns der fünfte, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das ist natürlich auch ziemlich geil, dann da einfach einen schönen Two-Star zu holen. Und ich meine, 79% sind da auch nicht wenig. Ganz klare Geschichte. Ich rück mal hier so ein bisschen rüber, dass man das von der Facecam her ein bisschen besser sieht. Also mit den Golems halt richtig schön reingerusht, auf jeden Fall. Queen snackt sich hier auf jeden Fall das Rathaus in Kombination mit den Magiern einwandfrei. Den Rage, okay. Den hätte ich da nicht unbedingt, muss ich sagen. Den hätte ich jetzt woanders gesetzt, aber gut, okay. Wirst du was bei gedacht haben? Oder halt nicht. Da hätte ich dann eher noch die Packers, aber klar, die sind natürlich im äußeren Bereich. Wenn wir hier so, ich sage jetzt mal, hier drops den Rage, dann haben die maximal die drei Gebäude gekillt und das war's. Dann sind die halt eben aus dem Rage wieder draußen. Ganz klare Geschichte. Queen geht down und dann halt wirklich hier Packer-Action noch so ein bisschen und das war's dann. Aber ziemlich nice. Ich meine, die Eier muss man auch erstmal haben. Als Fünfter den ersten angreifen und einen Two-Star. Alles cool. Daniel? Alter. Krasses Pferd. Okay. Also ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, das war jetzt nicht unbedingt klug von ihm, die Base zu nehmen. Weil ich meine, mein Two-Star ist da ja immer drin. Seht ihr das anders? Also ich sehe das ja mal ganz easy peasy clearen. Da brauchen wir hier gar nicht reden von. Zack, 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 haben wir hier 50%. So, und dann hauen wir uns noch das Rathaus durch. Helden sind low, 11 und 12. Das ist nichts. Das ist ja okay. Also das ist natürlich, ja, aber gucken wir mal.
jetzt erstmal schön hier ein Earthquake gedroppt. Beziehungsweise vier Stück. Für die vermeintlichen Mauern. Hier Riesenbombe bestimmt? Zwei? Ja, das ist auch schlecht. Wirklich, das ist total ja, vorhersehbar. Ja, und hier hätte man halt natürlich, wenn man halt die Zeit hat, klar, im CW ist das natürlich immer so eine Sache, da rennt einem ja öfter mal die Zeit weg, hätte man natürlich ansonsten schön Drachen und Loons halt mit dem neuen Giftspell halt richtig ordentlich einen ins Gesicht geben können. Genau, jetzt müssen halt die Magier her, sonst ist deathmäßig beim Drache nicht wirklich viel los. Man muss den Drache, genau. Drache ist down. Und jetzt natürlich klar, dass die Loons nicht die Hexe noch. Ah, okay, der eine Magier, damit kann man leben. Das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. So, und jetzt geht das Spielchen hier los. 12 und 13er Queen, also ungefähr gleich wie der Angreifer. Na, sehen wir schon mal. Der zweite hat gleiche Helden wie die Nummer 6, beziehungsweise bei uns die Nummer 6 hat sogar noch bessere Helden etwas. So, jetzt müssten hier noch, wenn ich es nicht ganz falsch interpretiert habe, müssten doch hier noch Bomben sein, oder? Aber da sind die Schweine schön dran vorbei, weil war natürlich kein Dev-Gebäude mehr. Wenn ich da nicht komplett falsch liege. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die hier waren. Nee, da, okay. Glück gehabt, dass die halt nicht doppelt waren. Weil sonst wären die Schweine halt down gewesen. Aber eine richtig nice Kombi. Und jetzt haben wir gleich. Ja, hier ist noch Tesla und Bogitum und das war's. Also ich würde sagen, das war sogar ein lockerer 3-Star. Aber mal ganz gelockert. Aber mal richtig easy. Einwandfrei. Der King geht down, klar, logisch. Boah, das ist ja mal. Das ist mal abgeliefert. Guck mal, was hier über ist. Ich meine, wir haben Schweine, die noch richtig gut vom Dings waren, weil die noch im Heil waren. Wir haben noch beide Helden. Alter Verwalter. Das war ein richtiger 3-Star. Sehr gutes Ding. Auch wieder so ein. Okay, also die waren nicht so ganz clever. Die waren. Was ist denn das für ein Layout? Jetzt. Ich sehe garantiert wieder in die Bilder so. Meine Facecam so drin und dann so unten drunter. Was ist denn das für ein Layout? Klar, der Golem kriegt hier richtig ins Gesicht. Der ist eine ordentliche Packung, aber auch gewöhnt, muss man dazu sagen. Ich meine, das ist ein Fünfer Golem, der ballert natürlich auch. Dafür ist er da. Ja, und hier, aber hier haben wir doch keinerlei Def mehr. Das ist so alles hier geschenkt. So. Wir haben sogar noch ein. Boah, fett. Ich meine, die Base war auch scheiße. Die war auch echt schlecht. Wollten die verlieren? Jetzt mal echt. Also, das sind doch. Da braucht man noch nicht sagen, oh, wir haben den CW gewonnen. Ich meine, das ist einfach Fail. Aber mal gucken, was die noch raushauen. Mal schauen. Bin ich jetzt echt sehr, sehr überrascht. Echt. Ich würde noch mal kurz. Nee. Oh, ich gucke gerade auf die Zeit. Nein, wir haben noch keine Zeit mehr. Nächstes Video, nächstes Glück, das seht ihr morgen, wenn ich noch Lust habe, was zu drehen. Mal schauen, kriegen wir bestimmt hin. Ich wünsche euch was, ihr haut rein. Ciao, ciao.